Heute mal ein Netzfund. Und ich versuche nicht zu lachen. Wer einen Lamborghini oder einen anderen teuren Sportwagen an einer Frittenbude oder auf der Autobahn am besten auch noch nachts kauft, könnte Probleme bekommen. Vielleicht verliert er nicht nur sein Auto, sondern auch sein Geld. Und darüber spreche ich heute in meinem nächsten Film, also bleibt dran. Herzlich willkommen bei Glück, Kanzlei für Strafrecht. Mein Name ist Christina Glück, ich bin Strafverteidigerin und die Gründerin der Kanzlei. Heute geht es um ein Urteil des Oberlandesgerichts Oldenburg. Das ist ganz oben im Norden. Bin mir nicht sicher, ob es Ostfriesland ist. Überschrift quasi: Nachts auf dem Imbiss-Parkplatz kann man einen Lamborghini oder ein anderes Auto nicht gutgläubig erwerben. Damit hat sich das Oberlandesgericht Oldenburg in zweiter Instanz beschäftigt. Was war denn da passiert? Da gab es einen Sportwagenfahrer aus Schleswig-Holstein, der heiß war auf interessante Dinge. Und es gab einen, der seinen Lamborghini, seinen alten Lamborghini, hat begutachten lassen wollen. Nicht in einer Werkstatt oder bei einem sachverständigen Gutachter, sondern an einer Autobahnraststätte mitten in der Nacht, an einem Schnellimbiss. Er war motorenbegeistert und er wollte einen Sportwagen kaufen und seinen Sportwagen dafür in Zahlung geben. Deswegen wurde auch seiner in Augenschein genommen. Und das Oberlandesgericht Oldenburg hat gesagt, wenn du auf diese Art und Weise nicht nur dein Auto verkaufst, sondern auch noch ein anderes erwirbst, geht das niemals gutgläubig, sondern das ist von vornherein ein Geschäft, das nicht normal klingt. Da musst du auf der Hut sein. Es hatte ein Mann aus Spanien geklagt. Der hatte einen schönen Lamborghini, einen neuen, und den hatte er an eine Agentur vermietet. Die Agentur hat den Wagen weiter vermietet und das Problem war, nach der Mietzeit ist der Wagen nicht mehr zurückgekommen. Irgendjemand in der Kette hat den Wagen unterschlagen, inklusive aller Papiere. Aber der Wagen tauchte wieder auf, nämlich auf einem großen Portal, auf dem man gebrauchte Autos kaufen kann. Und der ursprüngliche Eigentümer, unser Fan, hat sein Auto erkannt. Gleichzeitig aber auch jemand, der unbedingt genau so ein Auto haben wollte. Der hat Kontakt aufgenommen, dann haben sich zwei Brüder mit ihm in Kontakt gesetzt und gesagt, ja, sie verkaufen ihm dieses Auto. Unser Sportwagen-Fan wusste aber nicht, dass dieses Auto vorher abhanden gekommen war. Und deswegen hat er mit den Brüdern Kontakt aufgenommen und man hat gesagt, na gut, also wir würden dir unseren schicken Lamborghini auch verkaufen. Und dann hat er gesagt, naja, also so viel Geld habe ich nicht, aber ich würde meinen, den ich jetzt war, auch in Zahlung geben. Und dann hat man sich vereinbart, dass man sich trifft und dass man mal die Autos anschaut. Also ist der Fan, hat sich getroffen auf einem Parkdeck, hat sich diesen schicken neuen Lamborghini angeschaut, man hat einen relativ hohen Kaufpreis vereinbart und die Inzahlungnahme seines alten. Gab nur einen kleinen Haken, sagten die beiden Männer, sie bräuchten das Fahrzeug nochmal für so eine Hochzeitsfahrt. War er auch mit einverstanden, also er war schon relativ gutgläubig. Und ja, dann hat man sich verabredet, in zwei Tagen trifft man sich eben an der Autobahn und dann geht das Kaufgeschäft vonstatten. Es ging auch vonstatten. Es hat sich ein bisschen verzögert, also eigentlich wollte man sich tagsüber treffen, aber die beiden Brüder mit der Hochzeitsfahrt kamen dann halt etwas später, nämlich so kurz vor Mitternacht mit dem schönen neuen Lamborghini und der Sportwagenfan kam mit seinem alten und dann hat man also den alten Sportwagen begutachtet, hat gesagt, naja, das ist fast die Hälfte des Wertes des neuen. Er hat sein Bargeld übergeben, relativ hohe Summe, und hat dafür dann den neuen Lamborghini ausgehändigt bekommen. Und den alten, also seinen, haben die mitgenommen. Das Oberlandesgericht hat gesagt, das ist schon alles sehr auffällig. Und da sollte man schon ein bisschen skeptisch sein bei einem derartigen Kaufgeschäft. Da kann man nicht mehr sagen, es ist ein gutgläubiger Erwerb und man vertraut absolut darauf, dass diese beiden Brüder höchst seriös sind und deswegen ein Auto seriös verkaufen, sodass man ausschließen kann, dass mit diesem Wagen irgendwann mal etwas war und der Wagen vielleicht doch nicht im Eigentum der Brüder steht. Das ist nämlich der Gedanke des gutgläubigen Erwerbs.
Das Landgericht Oldenburg hat es noch anders gesehen. Die haben gesagt, nö, also da waren die Originalpapiere dabei, da gibt es überhaupt gar keine Zweifel, dass der Käufer gutgläubig war. Und ob das jetzt an der Raststätte mitten in der Nacht ist oder im Autohaus, ist für uns kein Unterschied. Wir sagen, dieser Mann hat an der Tankstelle gutgläubig den Wagen erworben. Denn es war so, nachdem dieser Sportwagen-Fan den Wagen anmelden wollte, kam eben raus, der ist unterschlagen, der steht auf der Fahndungsliste und der gehört eigentlich jemandem ganz anderen, der ihn nur vermietet hatte. Wie gesagt, das Landgericht hat gesagt, das ist alles in Ordnung, die Papiere waren da, der Käufer war gutgläubig und deswegen ist das Eigentum übergegangen und deswegen gehört also dieser ursprünglich vermietete Lamborghini, der dann nicht mehr zurückgegeben worden ist, jetzt dem neuen Sportwagenbesitzer aus Schleswig-Holstein. Das wollte aber der ursprüngliche Besitzer nicht auf sich sitzen lassen, weil der hat ja die gesamte Summe bezahlt und sein Auto nicht mehr gehabt und deswegen ist er in die nächste Instanz zum Oberlandesgericht. Und das Oberlandesgericht hat drüber nachgedacht und gesagt, also Frittenbude oder Autobahn unter solchen dubiosen Dingen wie wir müssen den Wagen nochmal wegfahren, wir nehmen deinen alten auf der Autobahn in Zahlung, begutachten den nachts, ob er keine Schäden hat. Da hätte auch der Käufer schon auf die Idee kommen müssen, dass dieses Geschäft kein reelles ist, sondern dass hier eine inkriminierte, sprich eine unterschlagene Sache wohl mit im Spiel ist. Und aus diesem Grund hat das Oberlandesgericht gesagt, kann er nicht mehr gutgläubig gewesen sein. Und wenn er bösgläubig war, kann er kein Eigentum erwerben. Denn einmal abhanden gekommen ist immer abhanden gekommen. Wenn ich einmal etwas durch eine Straftat verloren habe, dann bleibt der Makel der Straftat für immer an ihr haften. Man kann sich vorstellen, dass die gesamte Klage erst beim Landgericht, dann beim Oberlandesgericht, Streitwert auf jeden Fall sechsstellig, viel gekostet hat für das Verfahren an sich, für möglicherweise Rechtsgutachten, normale Gutachten und natürlich auch die Anwälte. Das heißt, das Verfahren an sich durch zwei Instanzen war schon ein sehr teurer Spaß, aber so richtig teuer wurde es natürlich dann für den Armen, der auf der Autobahn das Auto gekauft hat, denn er hatte sein altes Auto verloren und sein Geld war auch weg. Deswegen immer genau überlegen und vielleicht, wenn ein derartiges Angebot gemacht wird, doch mal bei einem Anwalt nachfragen, vielleicht sogar bei einem Strafverteidiger, der kann dann auch erklären, was ist eine Unterschlagung und was ist abhanden gekommen und sich nicht auf solche Deals einlassen oder gamblen und hoffen, es wird gut gehen. Chance geht wahrscheinlich gegen Null. Wenn das Thema interessant ist, wenn ihr ein bisschen mitdiskutieren wollt, warum jemand aus dem hohen Norden auf die Idee kommt, an der Frittenbude einen Lamborghini zu kaufen, macht es, wir antworten euch, wir freuen uns über jedes Like und über jeden neuen Abonnenten.